Bro. Fuck, das Bro. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. 1:06. Wieso gehen die Folgen so lang? Aber okay. Ist vielleicht doch einfach so, wenn das Material passt, warum nicht? Aber eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir Folgen ein bisschen kürzer machen wollten, also 45 Minuten. Egal, wir gehen rein. Komm, let's go. Die Wildnis kann herausfordernd sein. Was war das denn gerade? Was war das denn? Die Wildnis kann heraus... Hä? ...fordern sein, aber mit den richtigen Snacks wird sie zum Abenteuer. Ist der Kater eingeschlafen? Hat der einen Schlaganfall gehabt beim Schneiden oder so? Hier haben wir noch so einen Clip vorne. Ich film mal ein bisschen in den Himmel. Yo, das kommt fresh. Lass das mal noch reinschneiden, wie die Kamera so random wackelt in den Himmel filmt. Das kommt richtig random. Scheiße, Alter. Schaut her. Koros Dattel-Haselnuss-Creme. Was haben wir denn hier? Linsenchips and Nut Butter Cups. Ich kann das nicht. Hunger der Wildnis? Nicht mit Koro. Und das Beste, exklusiv für euch, gibt es 5% Rabatt auf alles mit dem Code 7VSWILD. Und das sogar schon auf den Probierpreis von 27,50 €. Ich kann es nicht, Chat. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ha, die nehme ich noch mit. Jetzt aber auch ein Abenteuer. Und vergesst eure Snacks nicht. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen! Oh mein Gott! Was denn? Ich hab Wasser gefunden! Wir haben eine Plane! Wir haben eine Plane! Alter! Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch! Da, du hast da Bären! Hey, Bär! Oh, Bär! Marlin? Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf! Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Oh, dieser Hose, Alter. Geil. Total knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bernd? Der Bier! Ray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört. Einfach ein Bier bestellt. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So. Was hab ich denn da im Bart? Eine Sch. Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Was hab ich hier denn im Bart? Hab ich da ein Kötzerli gemacht? Hey. Ist ja alles vollgekrümelt. Habe ich da am Grillanzünder genascht? So eine Scheiße. Das haben sie extra noch mit reingeschnitten, dass wir auch wirklich die Fußfetischisten auch noch mit abholen. Dass wir die auch noch mit auf unsere Seite ziehen. Das ist so krass, Digga. Come on, yeah. Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Ansage. 7 vs. Wild Teams. Okay. Oh, sorry für die kleine Eskapade gerade am Anfang. Ich habe mich leicht verschluckt. Oh, es tut mir leid.
Triggerwarnung. Oh, wir arbeiten mit Triggerwarnung. Das ist nämlich auch wichtig. Ja? Digga, wollen die mich verarschen? Alter. Das ist ein Vogel oder sowas gewesen. Vogel? Ja, guck mal hier. Die langen. Das ist von den Federn hier. Ja, ja. Hier. Da vorne ist der Schädel, ganz vorne. Ja. Vorne. Ach, krass, guck mal, stimmt. Es hat noch welche geschrieben. Da habe ich das Teil in der Hand, was ich auf der letzten Tour beim Video gefunden habe, wo ich mir nicht sicher war. Ein kleiner Vogel. Alter, das war ein richtiges. War das ein Seeadler? Ja, guck mal hier. Holy shit. Alter. Weißkopfseeadler sind nach dem kalifornischen Kondor die größten Greifvögel Nordamerikas. Ihre Körperlänge beträgt 70 bis 90 cm, die Flügelspannweite 1,80 bis 2,50 m und das Gewicht 2,5 bis 6,3 kg. Gesnackt. Brustbein. Hm, okay. Ja, das ist ein Seeadler. Glück. Komplett hier. Ich glaube auch nicht, dass der hier reingeflogen ist, in diesem Bereich, und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Lecko mio. Also langsam entwickelt sich das Wissen zum Horrorfilm hier. Ja. Willkommen in der Realisationsphase. Ich krieg das. Ist ja jetzt nicht so mega erschreckend. Ja, das stimmt. Absolut. Den Krampf im Magen. Fühlt sich nicht gut an, sag ich dir echt. Es ist. Auch mal anfassen an das Gesicht, halt, das ist wichtig. Du musst die Restproteine, die da irgendwie noch dran kleben, in deinen Organismus reinkriegen. Also die Knochen gerade nicht, aber die Spuren sind halt frisch, die sind halt von heute. Das werden wahrscheinlich diese Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt, die sind halt spezialisiert an der Küste zu. Die sind komplett zerfetzt, die hatte ich etwas anderes erwartet. Ja, da habe ich euch getäuscht. Aber das stand halt so im Drehbuch, Chat. Deswegen musste ich das vorlesen. An der Küste unterwegs. Und warum sind die an der Küste unterwegs? Die Flachen. Naja, und weil du im Inland quasi nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist hier. Martin, geh mal. Ja, da, guck mal, da kriegt man ja eigentlich einen perfekten Eindruck über die Gegebenheiten. Einmal da lang. Ja, ja, ja. Damit wir das den Leuten mal zeigen. So, und das ist keine Kante der Küste. So ist der komplette Wald. Und das ist jetzt auch nicht, was du ein bisschen zur Seite packst, sondern das sind. Warte, ich zeig euch das. Das ist wie Holz. Ja, ja, das, ja, das ist wie, das ist nicht wie ein bisschen. Wir drücken das mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Nee. Das ist. Ey. Aber das ist die Pflanze, die diese, ja, Beeren hat. Also wir können die Beeren sogar essen. Also genau, das muss man vielleicht mal noch zeigen. Genau. Da werden wir später uns natürlich drum kümmern. Heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen die ganzen Beeren hier? Das sind die Blaubeeren von Kanada. Weiß nicht, wie sie heißen. Werden vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr blablabla bla, bla, Kalorien. Mhm. 63 Kalorien? Hä, das ist gar nicht schlecht, oder? 100 Gramm haben 63 Kalorien? Das ist doch eigentlich voll gut. Wegen dem Zucker da drin wahrscheinlich, oder? Erkennbar, auch immer gut, haben wir auch gelernt. Also vorne glänzend und hinten matt. Ja, und die haben so eine kleine Rosette drauf mit 5 so Schlitzen. Daran erkennt man die auch. Es darf keine Zacken haben. Ganz wichtig, es gibt nämlich noch eine andere Art. Da stirbst. Cool. Ja. Was machen wir jetzt mit Unterkunft? Wissen wir noch nicht. Ich leg mich jetzt weg. Also ich weiß nicht, was ich. Ich hab gerade keine Ahnung. Pass auf. Ich sag's mal draus, ja. Wenn alle anderen das auch haben, dann wird's spannend. Dann sehe ich keine 7 Teams mehr. Also ich sehe uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Also, das ist wirklich krass. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Gedanken, dass jetzt deswegen hier irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an, wie das könnte richtig, richtig hart werden. Ja. Und trinken wieder nur das Tracker. Ja, und je nachdem, wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Boah. Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht dir hinterher. Mhm. Was ich tatsächlich gerade ganz spannend finde, jetzt einfach aus reiner Zuschauersicht, ich meine, ich kenne die Situation vor Ort, aber ich muss sagen, dass jetzt rein, wenn ich so diese Aufnahmen sehe und diese Gedanken so ein bisschen höre und so weiter, kommt bei mir jetzt überhaupt nicht, wirklich 0% dieses Feeling auf,
was du dort vor Ort hast. Oder was wir in dieser Situation hatten. Ne? Ich kann es euch auch nicht sagen, woran es liegt oder sowas. Hat jetzt auch nichts irgendwie mit dem Schnitt oder so zu tun. Aber irgendwie, wenn du jetzt hier so sitzt und guckst du an und denkst so, ja gut, die geht da lang, naja, dann schlagt euch doch da mal rein, dann geht da mal durch und so. Aber vor Ort ist das irgendwie, weiß ich nicht, das, irgendwie ist das anders. Und was mir halt auch auffällt an tatsächlich jetzt so ein bisschen Gestik und Mimik bei mir, bei Martin, die Gesamtsituation. Und ich meine, das merkt man ja auch, dass wir beide jetzt schon, und wir sind noch an Tag 1, ne, wir sind gerade mal seit ein paar Stunden hier beim Erkunden, dass so die Stimmung und das Mindset hier irgendwie komplett am Arsch ist. Durch gewisse Sachen. Und das will ich jetzt nicht als Entschuldigung nehmen, aber ich merke es einfach, dass das halt eine große Rolle gespielt hat. Dass diese ganze Thematik, die halt irgendwie vorher passiert ist, dann die Sache, ne, mit dieser Grillanzündergeschichte, bla bla bla, aber dass das da irgendwie reinspielt und man schon so eine grundabgefuckte Stimmung ein bisschen hat und deswegen wahrscheinlich auch Sachen irgendwie gleich anders oder negativer wahrnimmt, ne? Wo man sagt so, okay, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, jetzt ist man in dem Projekt drin, jetzt geht's endlich los und merkt dann aber, Digga, holy shit, man kann sich hier kein Millimeter bewegen, man kommt hier nicht rein, wir sind mitten in einem Wolfsgebiet, wir haben hier frische Wolfsscheiße, und so weiter, ne? Das ist tatsächlich nochmal spannend zu sehen und ist ja irgendwie auch ein Teil des Ganzen, in so einer Situation damit zurechtzukommen. Und ich muss sagen, dass ich jetzt, wenn ich wirklich mal von außen stehend mich und Martin hier betrachte, sagen muss, dass es nicht so wirkt, als würden wir gerade mit der Situation gut klarkommen. So, ne? Nicht cool. Romatra meinte auch, dass er am ersten Tag nur abgefuckt war wegen der Tage davor. Ja, wir auch auf jeden Fall. So, und ich glaube, das ist ja auch die Gefahr oder die Schwierigkeit, da halt irgendwie von wegzukommen, ne? Und sich da nicht so vorbelastet zu haben. Weil wenn du jetzt in einem echten Szenario bist, dann kann davor auch irgendein Scheiß passieren sein, ne? Kannst ja nicht immer von Friede, Freude, Eierkuchen ausgehen. Leicht überfordert? Nee, also ich, wisst ihr, woran es liegt? Und da sehe ich auch ganz klar einen Fehler bei mir, persönlich in meinem Mindset, an dem ich da auch ganz klar arbeiten kann. Ich meine, mir geht es ja immer darum, aus Fehlern zu lernen. Aber, und das kennt ihr vielleicht auch, du hast gewisse Vorerwartungen, machst dir Gedanken, wie könnte etwas sein, worauf hast du Bock, du hast dich monatelang darauf vorbereitet, du hast deine Flasche gepackt, du hast Videos geguckt, du hast die Videos von Kanada angeguckt, von der Natur, dich auf die Natur vorbereitet. Und dann kommst du aber an einen Spot, und das generell Spot, ne, auch alle anderen Spot, Region, sagen wir jetzt Region, auf die du dich halt anscheinend nicht so vorbereitet hast, zumindest vom Kopf her, und alles irgendwie doch ganz anders ist, als du eigentlich gedacht hast. Und damit musst du dann erstmal klarkommen. Und genau das ist ja die Anpassungsfähigkeit. Das ist das Leben in der Lage. Und das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, sieht man ja auch mindset-technisch, habe ich mit Martin in der Situation hier nicht ordentlich hinbekommen. Ganz klar. So, das war, ist einfach schlecht. Sieht man ja. Knossel checkt schon mal hier einen potenziellen Spot aus. Hier liegt noch ein fetter Baum, das heißt, die Flut kommt da ganz rein. Und da vorne, ist das ein See? Bro, ich glaub, da ist ein See! Was? Ich glaub, da ist ein See! Ich komm, da ist ein See! Oh, ein See wäre... Wirklich? Ich glaub, da ist ein See! Ja, wie soll ich da hochkommen? Komm! Ey, ich sag's dir, es wird eine wilde Zeit. Ich bin gespannt, ob es wirklich ein See ist. Das ist gruselig da. Boah, das ist echt gruselig. Alter! Da ist doch ein See. Okay, krass. Oh mein Gott. Komm. Aber ich... Knossel, gerade ich lerne nicht, wie den Baumstamm balancieren. Das heißt, ich muss das kurz für uns erkunden. Ich glaube, da ist ein richtig schöner See. Ich muss da runter. Okay. Wieder ein bisschen balancieren. Schaut euch das an. Ja, das ist cool. Hier kannst du so ein bisschen rüberlaufen zumindest erstmal. Ja, sieht nicht schlecht aus. So eine Freifläche ist halt immer ganz geil, ne? Fürs ich Gemüt, so wegen Helligkeit. Ich hab gerade geschrien. Was? Ein wunderschöner See! Ja! Er sagt so, komm, da ist ein See oder was? Er hat einen See gefunden. Schau, ob da Fische drin sind. Direkt mal schauen. Die sind alle weggeschwommen nach dem Schreien. Soll ich da jetzt rüberspringen? Ah, oh, fuck. So viel Energie schon wieder verbraucht. Eigentlich dumm, aber ich musste jetzt rüberspringen.
Jump the fuck up, oder? Na, mach mal. Sind ja irgendwelche Spuren unten drin? Komm! Ich komme! Wie die schreien, da kommt kein Bär oder Wolf. Ja, ist doch perfekt. Ach, scheiß drauf. Volles Risiko. Ja, geht schon. Komm, Jan Schlappen wird lachen. Für den kleinen Sprung. Schaut euch das an. Sag jetzt bitte, dass der Fisch... Also klar, ist so ein bisschen moorig, aber irgendwie hat's was so ein bisschen, ne? So ein Fische drin sind. Das war doch ein Mensch. Das war doch ein Mensch. Ah, guck mal. Wer geht da herum? Guck mal, das ist alles platt. Das sind ja richtige Spuren. Stimmt. Oh, oh. Bro, ich glaub, das sind Bären. Alter, überleg mal. Sascha dreht gleich... Sascha explodiert gerade einfach komplett... Komplett und schreit einfach zu Knossi, der noch nichts sieht, da sind Bären. Wo bist du? Ich glaube, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Richtig viele fette Spuren, schaut euch das an. Wer macht solche Spuren? Das ist mein Fuß. What the fuck? Schaut euch das an. Mich würde mal in der Situation interessieren, wo sich aktuell gerade das Bärenspray und das Hilfeset befindet. Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich, jetzt werd ich blöd. Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Ja! Da links, rechts! Warum trennen die sich so, hä? Rennen da komplett voneinander losgelöst rum und schreien den halben Wald zu, Alter. Rechts! Okay, neuer, jetzt Plan B. Stark. Er baut sich erstmal eine Brücke. Also, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Jetzt bin ich gleich da. Stark. Also. Profi. Hup. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Geil, wie er das auch immer noch zu Sascha sagt, wie so ein kleines Kind. Mama, Mama, ich bin ins Wasser gefallen. Mann! Das ist dumm, wie Alter. Wie bist du denn? Ich wollte eine Brücke bauen. Ich bin, die Schuhe sind nass. Na. Sascha. Komm, ich komm. Ich wollte darüber. Dann stand ich fest. Dann wollte ich da drüben eine Brücke bauen. Dann war die undicht. Jetzt stehe ich hier. Jetzt reicht's. Ich komm jetzt. Oh Mann, ey. Viel zu herrlich. Viel zu herrlich. Die beiden. Gut. Jetzt heißt es, scouten gehen. Ja. Scouten. Wir gehen inland. Mal gucken. Weil wenn hier Wasser von irgendwo kommt, wir wollen wissen, wo es genau herkommt. Ja. Vielleicht ist er da ganz geil. Und wir wollen euch mal zeigen, dass es hier schon... sehr dicht ist. Also entweder ist es ein kleines Bächlein, Wasserfall, vielleicht Höhle, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir gehen rein. Ach krass, die können hier einfach so reinlaufen und sich bewegen. Okay. Ja krass, sowas haben wir halt bei uns vergebens gesucht, aber gab's halt nicht. Dass du einfach mal in den Wald reingehen kannst. Ja, lol. Alles mega hügelig, ne? Ja. Ja, aber sieht trotzdem schon schön... Schön abgefarbt aus, aber viel Baumaterial. Aber du kannst zumindest erstmal reingehen. Aber es ist schon... Ist halt kein Brandenburger Kiefernforster, ne? Ja, check das mal aus. Ist schon heftig. Weiß gar nicht, ob das auf Cam so gut rüberkommt. Aber da hinten geht's einfach ja, es fast geht 90 hoch. Grad nach oben. Hm. Ja, wir jiggeln jetzt hier erstmal durch die Gegend. Jiggle, jiggle. Oh, was ist jetzt hier? Tag 1, 16.55 Uhr. Aha. Einfach so eine Zwischeninfo oder wie? So. Weiß ich nicht. 200 Meter weiter oder so? Boah, die haben aber heftiges Baumaterial da. Guck dir das mal an. Da stehen ja überall Stangen rum. Einige Meter weiter auf jeden aber Fall. Aber schon beschissener Untergrund, ne? Da unten. Wir wollen dem weiter folgen. Ja. Bis jetzt war noch kein totes Tier drin. Schon mal positiv. Meine Brille beschlägt. Ja. Mein Hemd ist richtig feucht. Hier ist richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Alles nass. Aber keine Mücken. Aktuell. Noch keine Mücken, ja. Ja, das ist schon mal gut.
wie geil ist das, alles so wild aussieht? Das kennen wir halt gar nicht, ne? Logischerweise von Brandenburg. Also es ist auch viel Bauholz, aber es ist auch viel feuchtes Holz, ne? Alter. Also hier in dem Wald ist nichts trocken. Bin richtig am Ölen. Ja. Also muss man echt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. So, der Bach wird ein bisschen größer hier. Wird auch alles sehr, sehr sumpfig. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Links kommen wir auf gar keinen Fall weiter. Es ist zu dicht. Alter, bin ich am Ölen. Hui. Aber was ist denn gerade der Plan? Ich mach den Weg frei. Gerrit wirkt so ein bisschen, Andi ist noch so voller Vorfreude. Gerrit wirkt gerade so ein bisschen auch in der Realisationsphase angekommen. Hier ist alles feucht, ja. Jetzt muss ich abrutschen, wäre auf jeden Fall gut. Aber so tief ist er auch gar nicht, sehe ich gerade. Einfach scouten. Aber. Mhm. Na, wer weiß, wird ja spannend, das Ding geht. Ne? Ja. Oha, guck mal hier, sogar mit Kamera richtig aufgestellt und so. Hey Bär, wir sind laut. Hallo. Profifilmer. Das war fast der Niklas, Alter. Ja, Freunde. Ja, man sieht. What? Alter, ist ja mal übel geil. Oha. Wir sind richtig weit weg von unserem Aussetzungsort. Okay. Und hier ist auch nass, pass auf. Ja, yep. Gut. Ja. Bisschen weiter weg. Von okay. Dem See. So, okay, jetzt. Aber krass, hier ist ein See. Ja. Okay, das sieht irgendwie krass aus. Zum Angeln. Okay, also wir haben Süßwasser, das ist schon mal gut. Ja. Und wir können hier gut angeln, weil es ein See. Ja. Das ist natürlich die Sache, man soll ja nicht da fressen, wo man schläft. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir an der Küste unser Lager aufbauen, auf einer gewissen Höhe trotzdem, logisch. Ja. Und dann nur zum Essen abends und früh hierher kommen, hier angeln und gleich hier Feuer machen und hier den Fisch zubereiten und dann wieder weit weg in unser Lager. Ja. Geil wäre natürlich hier, weil dann ist total chillig mit Süßwasser und Fisch sozusagen. Aber dann ist ja, also ist ja ein See. Hier kommen ja alle Tiere nachts hin oder am Tag und trinken. Die trinken ja nicht von der Küste, die trinken ja aus dem See. Ja. Und wie gesagt. Aber spannende Gedanken, finde ich gut, ja. Wir sollen ja nicht da Essen zubereiten, wo wir schlafen. Das würde ja dann auch passieren. Schwierig. Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Hier ist natürlich auch mehr Mücken. Hier ist schon mal die erste. Ja, der innere Schweinehund sagt, wir sollten hier Lager aufbauen, weil wir dann einfach hier bleiben können. Ja. Aber ja, Seemücken sehe ich auch, Alter. Oder wir müssen uns dann einfach wirklich einen guten Weg freischneiden, den man dann immer gehen kann. Also da müssen wir jetzt, wir gehen jetzt auf erstmal zurück zur, wir haben ja an der Küste Wasser, das ist schon mal gut. Das können wir erstmal filtern, ich habe jetzt auch Durst. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Flasche auch erstmal auspacken. Und dann an der Küste vielleicht einfach gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Sweet Spot ist. Ja. Wir, also heute bleiben wir auf jeden Fall erstmal an der Küste, würde ich sagen. Wir haben Wasser. Ich glaube auch. Nahrung ist heute erstmal noch kein Thema. Ja. Und, Alter, guck dir das Viech mal an. War eine Bremse, ne? Sowas in der Art. Keine Ahnung, was das war. Irgendwas, was dich angreifen will. Ja, wir gehen jetzt zurück. Das hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Gefühlt, Alter, anderthalb Stunden, zwei Stunden, keine Ahnung. Scheiße. Ja, das kostet auch super viel Energie, ne? Deshalb müssen wir jetzt auch zurück. Ja. Hä? Wo sind die denn da? Und ist das hier ein See, ne? Sag mal? Was ist das denn hier? Das ist doch ein Riesensee. Und das ist die Küste, wo die aussetzt worden sind. Und die sind gerade hier drin. Hey, der See ist ja heftig. Moment, da will ich mal auf Google Maps gucken, glaube ich. Das ist der hier. Alter, okay, krass. Schon geil irgendwie, oder? Hat irgendwie was. Leute, wir sind hier am Hadern. Wir sind hier am Hadern, ob wir wirklich sagen, hey, wir gehen den Fluss hoch. Weil es kommen immer wieder Seen. Das wäre natürlich krass, weil dieser kleine Kackfluss, der da ins Meer mündet, da werden wir keine Fische finden. Und wenn wir am Meer sind, angeln, können wir am Meer knicken. Wir müssen hier einen See finden. Da sind wir jetzt kein Fisch. Und nehmen wir an, wir drehen jetzt um zum Strand zurück. Brauchen wir nochmal eine Stunde. Da haben wir aber nichts zu essen, ne? Dann haben wir einen Tag ist okay. Dann müssen wir morgen oder übermorgen hier nochmal durch und dann haben wir keine Energie mehr. Und ohne Energie hier durch unmöglich. Ich weiß nicht, ob das. Aber haben die jetzt, die sind ja gerade da am Durchschlagen. Haben die alles mit? Ich weiß gerade gar nicht. Wie hier rüberkommt, das ist gestört, das krank hier lang zu gehen. So, wir gehen erstmal zurück ans Wasser. Ah, doch. Keinen See gefunden. Wenn wir die nächsten Tage nochmal probieren, wenn wir noch genug Kraft haben. Wir müssen jetzt ein Lager suchen, wo wir am Wasser. Aber guck mal, hier können die sich auch eigentlich ganz okay bewegen drin, ne? Hier ist es keine riesige Hecke. Hier kannst du schon irgendwie langlaufen. Da sind. Krass, ey. Wo wir. Am Wasser chillen. Genau, wir sollten jetzt hier aber auf gar keinen Fall ein zu großes Lager bauen und Baumaterial holen, weil dann müssen wir am Ende ja wieder neu machen, ne? Oh, das ist echt doof. Wir werden zwei Lager bauen. Eins am Wasser und eins am See, wenn wir noch einen finden. Mhm.
Wir sind Team Bauen und Brühen. Und wir können nicht bauen, weil wir keinen Spot gefunden haben. Na, jetzt können wir nur noch brühen. Oh, kranker Scheiß. War das krank, aber wir sind wieder rausgekommen. Fühlt sich an wie ein Lose, ist aber ein Win. Wir haben nichts verloren, wir haben uns nichts verletzt. Außer ein bisschen Energie ist weg. Aber wir müssen es hier nochmal zeigen. Also frische... Oh, auch ordentliche ordentliche Fließgeschwindigkeit. Sieht anders aus. Das ist braun. So braun. Das kommt halt direkt aus diesem Mangrovensumpf, ne? Ja. Aber es ist schon mal gut, dass es sehr stark ist. Also die werden uns jetzt ja nicht hier rauslassen, wo wir kein Wasser trinken können, oder? Das kocht man ab und gut ist. Wir scouten in die Richtung. Ansonsten sind wir diesen Spot hier gut. Wir glauben nicht, dass das Wasser hier... Also ich bin mir relativ sicher, dass das Wasser nicht hier hochkommt. Ja. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine, wie sollten diese Baumstämme auch hier hinkommen? Die sind bestimmt hier irgendwann mal umgefallen und wurden dann von der Sonne so grau und glatt gemacht. Also dass das Wasser bis hier hinkommt, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich vertraue Max, und wenn das Wasser doch hier hochkommt, ist es ganz witzig und Max ist ja, schuld. Wir tun unsere Sachen da alle oben in Sicherheit. Ja, ja. Und wenn wir halt eine Nacht nass werden oder aufwachen, dann ist es so. Wir hören ja auch. Wenn hier Wellen sind, dann hören wir das und wachen auf, Alter. Ich schlafe richtig tief. Oh, da sind so tolle Seelöwen. Was natürlich ist, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich finde, wenn du halt jetzt dich hier befindest und diesen Blick hast, diese Weite aufs Meer, diese schöne Bucht, diese kleine Insel und sowas, das fühlt sich gut an. So rein, also ich kann es völlig nachvollziehen, warum die sagen, ey, lass das Lager hier aufbauen, weil es einfach, ja, einfach gute Laune bringt. Die sind ja so krass geil. Du schläfst an Wasserseite. Ey, ich freue mich, dass ich meine Scheißbrille auf habe. Nee, wir schlafen beide mit Füßen in die Richtung. Okay. Wir sind jetzt hier zwei Baumstämme hin. Dann machen wir ganz viele kleine Lattenrost. Hier ist genug Treibholz, haben wir ein Bett. Drei Beine drüber, Folie aufspannen, fertig. Toll, toll, toll. Weißt du was? Ich sage, wir können hier eine richtig geile Hütte aufbauen. Ja, ja, das ist unsere Strandhütte. Wir machen ganz locker. Wir wollen an Tag 10, ich weiß nicht, ob wir das noch machen, wir wollen an Tag 10 noch eine richtig fette Riesenwanderung machen, obwohl die richtig fette Riesenwanderung ist, glaube ich, durch. Glaube ich, das macht man, ja. Es war krass, hier durchzugehen. Es war richtig krass, hier durchzugehen. Klar, man kennt es, an Tag 10 eine krasse, fette Riesenwanderung. Mal kurz 300 Kilometer zu Fuß durch Kanada. Das war geschafft, bin Knutz zu Knossler, schnell mal Knossler geholt. Wir haben es geschafft, da sind wir durchgeklettert. Jetzt hält der Sprung, gell? Wenn das schief geht, soll ich irgendwie unterstützen? Nimm einen Stamm. Sag mal, ich kann schon. Ich kann auch. Oh, jetzt bin ich gespannt auf die Performance, wie das aussieht. Hose hochziehen. Das ist nicht so einfach. Alter, was willst du? Wie ein junges Reh. Oh, die Leiste gezerrt. Was willst du? Und jetzt schau dir das an. Ich hab mir irgendwas gerissen. Ey, ich sag dir, weißt jetzt schon, wie viel Spaß haben wir? Wie schön ist es? Unsere Mädels jetzt schon. Wir haben gesagt, bleibt immer zusammen. Wir haben gesagt, mach keinen Sprung und so. Was machen wir? Klettern und springen. In den ersten 10 Minuten. Aber schau, genieß mal die Aussicht. Ja, hier ist Treibholz. Ist alles Treibholz. Wird hier alles gefüllt sein. Alles gefüllt. Bären! Bären! Das sind sie! Alter. Die können wir essen. Schau mal. Ey, sind hinter dir alles voll mit Bären. Boah, Mann. Ey, ich probier. Ja, wir probieren. Alter, wie so zwei Tiere. Wie so zwei Affenhocken, die da... Lecker. Das ist die richtige Beere, gell? Knossi ist sich nicht so sicher. Er ist sich nicht so sicher. Keine Ahnung. Warum haben die so viel Spaß und ihr nicht? Ist eine gute Frage. Also andersrum, warum die so viel Spaß haben, das kann ich ja nicht für sie sprechen, das müssen sie ja sagen. Warum ich und Martin so gar keinen Spaß haben und todesabgefuckt sind und man das ja auch merkt in der Stimmung, ja, liegt einfach an dieser kompletten Vorgeschichte, die halt da passiert ist. Aber im Endeffekt musst du halt in so einer Situation das ausblenden können. Hat aber halt bei uns nicht funktioniert. Die sehen schon sehr giftig aus, Alter. Bäre frisst? Schau.
Sieht schon sehr haarig aus, die Geschichte. Ja, haarig ist richtig, gell? Ich weiß nicht. Doch. Ja? Zeig's nochmal. Ah, wir müssen auf die Blätter schauen. Ob die oben glänzen und unten. Ja. Ja, super. Das haben wir gelernt. Ja, klasse. Vorher habe ich mir aber eine reingeschoben. Bevor wir die Blätter gucken. Das ist dumm. Wir haben Bären gefunden. Aber es ist doch schön, dass die für gute Laune sorgen. Finde ich gut. Wir haben Bären gefunden. Da, lass überall. Mal, lass mal erstmal zwei zu. Lass mal erstmal abwarten jetzt. Boah, schau mal. Das ist alles. Boah. Mega. Richtig das gut. Das ist so schön. So ein schöner See. Aber wir sehen keinen Fisch. Gar nichts. Also so ganz, ganz, ganz Mini-Fische. Das ist krass. Es ist kein einziger Fisch da drin, Sascha. Hier unten haben wir einen kleinen Wasserfall. Also das ist hier eine unglaubliche Natur. Da pinkelt gerade irgendwer. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Sachen kümmern, dass die Sachen vorne mal wegkommen. Und überlegen, wo wir heute die Nacht verbringen. Und ich würde sagen, Sascha, wirklich, wir beobachten Ebbe und Flut. Wir machen heute Abend, wir machen uns einfach mal ein Bett. Und dann beobachten wir, oder? Erste Probleme von der Bäre. Sascha sagt, bei ihm kickt der Durchfall rein. Oh! Aber wirklich, es sind keine 20 Minuten her. Bei dir auch, oder? Bei mir brodelt's. Scheiße! Hä? Aber die Bäre ist doch essbar. Es kann doch nicht sein, weil du hast nicht die falsche Bäre gegessen. Bei mir brodelt's. Am ersten Tag. Ich futsch schon alle 10 Sekunden. Es kann nicht sein. Hä? Oder? Brodelt. Hey Sascha, was kann passieren von so einer Bäre? Das ist die richtige Bäre. War doch oben unten matt, oben glänzend. Ja. Weil ich sag, genau so eine gibt es ja, die giftig ist, die genauso aussieht. Ja. Die blaue und unten die Einschnitte. Unsere hatte keine Einschnitte. Schon. Ja. Nein, unsere Bäre hatte unten nicht diese Einschnitte. Die weißen man auch direkt nebenbei. Es ist so geil, wie bei denen auch die Stimmung sofort kippt, ne? So herrlich, ey. Es kann sein, dass sie gleich einen Code braun senden. Eine Regel, isst keine weiße Bären. Die weißen waren die braun. Aber die waren blau. Die steigern sich da jetzt rein. Krass, dass die da einfach so komplett random in diesen Wald durchbrechen, ne? Also hier ist auf jeden Fall offen, Mann. Also entweder kommen wir jetzt gleich in diesen Strauch und das ist scheiße. Ja. Warum eigentlich? Haben die das mal gesagt oder wurde das thematisiert? Warum sind die einfach mit Sach und Pack einfach straight line komplett rein in die Walachei? Oder da ist ein See. Oh Gott. Das noch? Ja. Was war die Idee dahinter? Der Fluss ist Wasser, der wird größer. Der Fluss ist größer. Wasser gesunken. Oh mein Gott. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Springen. Durchlaufen. Einfach springen. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so vielversprechend aus. What the fuck? Okay. Oh. Das sieht ja echt gut aus, ne? Oh. Oh. GoPro auf jeden Fall auch richtig on point. Kopfhalterung auch. Okay. Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Nee, Mann, komm. Wir gehen rein. Ja? Ja. Okay. Wir müssen einfach dann unsere Füße trocknen, wenn wir ankommen. Ja. Ja. Okay, ich meine, Wetter ist gut, Himmel ist klar. Ich glaube nicht, dass es... Oh mein Gott, geht das tief rein. Ja? Ach, wir sind gefickt. Warte, geh rein. Geil. Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh mein Gott. Feier ich aber. Alter, Reese gibt einfach einen Fick drauf. Er geht einfach rein so. Ohne Rücksicht auf Verluste. Schlägt er sich einfach durch. Ja. Oh, kannst du den Sack nehmen? Ja. Zieh durch, feier ich. Oh, Treibsand. Mach langsam, mach Treibsand, langsam. Treibsand, Treibsand, Alter. Achtung, Achtung. Ja, ja. Alter. Scheiße. Treibsand. Alter. Alter. Wie geil ist das denn? Fuck. Hätte ich nicht erwartet, feier ich. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein. Alter. Laber. Es geht nicht ab. Er steckt fest. Du musst dich fallen lassen nach vorne. Komplett nach Fallen, damit du den Druckpunkt erhöhst. Schuh weg, stell dir vor. Soll ich rüberkommen? Ich muss ja meine Tabletten retten. Sonst werden die nass. Alter, das
kannst du doch keinem erzählen. What the fuck? Was geht ab bei denen? Die machen komplette Durchschlageübung einfach. Vor allem, wo wollen die denn hin? Und warum wollen die durch diesen Fluss durch? Was ist denn deren Ziel? Einfach nie. Also ich feier das. Das stinkt so krank. Okay. Jetzt ich, oder? Ja. Ey, Bro, das ist scheiße. Fuck. Finde ich geil. Die ziehen richtig durch, ey. Oh, Bruder. Herrlich. Aber stark. Ob das jetzt clever war, ist eine andere Frage, aber contentmäßig finde ich es geil. Ach du Scheiße. Meine Schuhe sind richtig voll gelaufen. Meine sind richtig voll matschig. Aber schön ist es, ne? Schön ist es. Der sieht aus wie in Brandenburg hier. Super. Das ist so geil. Oh, feier ich sehr. Schön. Digga, sah schon wieder so geil aus. Oh. Boah, sind hier viele von diesen Viechern. Mach einfach voll. So. So, und jetzt? Okay, dann knall mal so eine Tablette rein, Bro. Ja. Yeah. Okay. Okay. Zumachen, halbe Stunde warten. Okay. Und dann können wir es trinken. Haben sich vorbereitet. Stark. Lass uns kurz einen Plan machen. Wir bauen jetzt hier das Shelter auf und übernachten hier heute. Ja. Lass da jetzt eine fixe Entscheidung treffen. Unser erster Nachtshelter. Bauen wir hier. Ja, wenn der Boden okay ist. Ist der trocken? Ich glaube, der geht. Es hat viel Moos, ist von Natur aus weich. Ja. Wir können auf jeden Fall auf dem Boden pennen. Glaube ich auch. Gar nicht schlecht. Dann würde ich sagen, breiten wir mal ganz kurz unsere Jacken aus. Auch mal locationmäßig ein bisschen was anderes, wenn die da sind. So mehr so im Inland. Feier ich. Bauen die Sägen, bauen das Messer zusammen. Ja. Und fangen an, uns hier mal so einen ersten Shelter aufzubauen. Let's go. Das ist gerade eine scheiß Entscheidung, die wir treffen müssen, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Bleibt man hier oder geht man weiter? Boah, überlegt mal auch so vom Wetter her, ne? Wir haben halt gerade wirklich feinstes Sommerwetter. Keine Wolke am Himmel. Das ist halt auch nochmal was anderes, wenn da jetzt richtiges Pisswetter wäre die ganze Zeit, ne? Ich hab nicht erwartet, dass wir so früh an so eine dicke Entscheidung gebunden sind. Alter, das kann alles entscheiden, was wir jetzt gerade machen, wirklich. Ja, 100%, Bro. Das ist jetzt der Ding zwischen wir machen 14 Tage und wir machen 3 Tage, wie Survival Udo meinte. Ja. Survival Udo. Geil. Ja, wir müssen eigentlich hier bleiben. Ja. Aber ich muss auch wirklich, glaube ich, erstmal was trinken, bevor ich weiterarbeiten kann. Also mich nimmt es gerade richtig hops. Ich glaube, unsere Wasserflasche ist auch gleich fertig. Halbe Stunde, ne? Ja, dann trinken wir jeder die Hälfte. Und füllen direkt wieder auf. Füllen direkt wieder auf und fangen dann an mit dem Shelter. Mit unserem improvisierten Shelter. Ja. Wie schätzt du es hier ein, würdest du hier bleiben? Ich finde die Stelle jetzt gar nicht schlecht. Natürlich sind so ein bisschen Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht einschätzen kann. Im Sinne von, ist der Boden feucht oder ist der trocken? Es sieht halt schon irgendwie so ein bisschen sumpfig da aus, ne? Ich meine, man muss sich auch immer die Frage stellen, du gehst da die ganze Zeit durch ein Waldgebiet und kommst jetzt auf eine Freifläche. Warum ist da eine Freifläche? Die ist ja nicht ohne Grund da. Die hat ja nicht einfach irgendwie abgemäht, dass du da schön campen kannst. Sondern oft sind ja so Freiflächen dann auch, haben irgendwelche Beschaffenheiten und da kann ich es mir gut vorstellen, dass es sehr sumpfig ist, so, ne? Rein vom Feeling her, psychologisch ist es, glaube ich, ganz cool, weil du hast die Wasserquelle direkt in der Nähe. Du hast eine offene, freie Fläche, wo du auch weit gucken kannst, wo du dich nicht so erdrückt fühlst. Also in deren Stelle jetzt, in deren Situation, so wie ich es jetzt vom Bildmaterial einschätze, würde ich, glaube ich, da erstmal bleiben, ja. Boah. Ja, lass mal kurz 10 Minuten sitzen. Wenn der Untergrund krass, nass ist. Sag ich ehrlich, das ist ein harter Start, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Aber wir kriegen das hin. Die haben sogar 2 Seen. Guck mal, hier ist noch einer. Hey, was ist das denn?
Alter! Ha, du hast gerade gesagt, bringt das was hier lang zu laufen. Maul. Das ist eine zweite Flasche. Jetzt Maul nimm mit, komm, steck ein. Ja, ja, guck mal, die mir hält an. Ja, du hast recht, du hast recht. Alter, wie die sich auch anschreien immer. Liebe ich auch. Das ist so geil, irgendwo vom Bord gefallen. Guck dir das hier mal an, Leute. Quick-Tech. Das ist eine taktische Ausrüstung. Quick-Tech. Einfach einen Shaker gefunden. Das ist richtig krass. Ja, super, doch. Du hast gerade gesagt, ja. Lohnt es sich noch weiter zu gehen. So, Leute, wir wollten jetzt hier gerade unser Dings auf. Oh, ist da eine Schlange? Die Sonne raus. Oh. Wir töten die nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Häuten? Bisschen. Ja, mach. Ist nicht groß genug? Das macht gar keinen Sinn, Max. Digga, ist das krank. Oh, ich wollte wirklich hier gerade unser Ding aufbauen, weil wir in der Quelle sind. Ich würde trotzdem sagen, wir bauen das hier auf. Die müssen wir wegtun. Wie? Ich dachte immer, wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Ja. Wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Scheiß auf die Insekten, aber jetzt sehe ich hier eine Schlange. Aber geil. Das ist scheiß. Hol mal einen Stock. Aber das feier ich. Das wusste ich auch nicht. Das ist neu für mich. Dass sie da eine Schlange gefunden haben, haben sie nichts von erzählt. Du musst nicht so einen Stock machen. Nee, ich hol einen Stock, ich mach's. Hä? Die ist rot. Wir sollten doch ganz doll vor roten Sachen aufpassen, oder? Nee, Farbe ist egal, hab ich gedacht. Die versucht wegzukommen. Ja, Minischlange oder nicht? Weiß ja nicht, was das für eine Schlange ist und ob die giftig ist. Also, nur weil die klein ist, heißt ja nicht, dass sie ungefährlich ist. Schafft's nicht. Doch, schafft sie. Sie ist weg. Oh, ist das krank. Geh mal aus der Sonne raus. Das ist halt kacke, weil wir genau hier unser Scheiß bauen sollen. Hier baue ich nicht meinen Scheiß-Felter. Oh, das ist jetzt ja scheiße, ne? Hier baue ich nicht den Felter. Leute, hier ist die Quelle. Seht ihr das? Und hier zwischen den Bäumen wollten wir jetzt gerade bauen. Das ist jetzt durch. Ey, was ist das? Was ist denn das hier? Was ist das denn? Ja, okay. Hä? Aber hier bauen wir uns ein Wasser. Oh, das ist doch schon weit weg, der andere Fluss. So, wir sind wieder zurück am großen braunen Fluss. Das ist unser Loot bisher. Unglaublich viel Schnüre. Ein Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen. Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin. Eine Isomatte. Und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Und so ein riesiger Hochofen zum Feuer richtig anheizen. Naja, ob das eine Isomatte ist, weiß ich, ist das eine Babydecke oder sowas, ne? Eine Hummel. Eine Hummel. Oder eine Biene. Und jetzt wollen wir hier bauen, ja? Ja, wir holen jetzt die Flasche, was in der Flasche drin ist. Aber wir müssen wirklich. Omar hat schon ein bisschen genervt, ne? Irgendwie? Ja. Omar hat schon gerade ein bisschen auch Sachen irgendwo. Schwierig. Wie kommt man keinen guten Eingang nach oben, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen höher. Du wolltest hier bauen. Ja, müssen wir unsere. Oh, vorwurfsvolle Ansage, du wolltest hier bauen. Oh. Oh, hier ist direkt Frühstück, wächst an unserem Bett. Diese Himbeeren-Sorte da. Und die schwarzen Schlitzbeeren sind hier auch. Das ist toll. Schwarze Schlitzbeere. Okay, Sachen holen und los. Leute, wir sind Team Bauen und Brühen. Wir haben bisher noch nichts gebrüht und nichts gebaut. Aber wir haben trotzdem einen tollen Spot. Alter, wenn das so nass ist, das Wasser kommt bis hier oben. Das ist komplett nass. Also Wasser kommt hier richtig, richtig weit hoch. Okay. Das müssen wir echt im Kopf behalten. Ja. Das heißt, wir müssen hier sowieso, also. Aber denkt gerade so, okay, ich wollte jetzt hier eigentlich schlafen. Aber okay, wenn du das sagst, dann okay. Wenn wir da reingehen würden, sind wir halt eingesperrt. Weil nachts oder wann auch immer, ich glaube zweimal täglich ist. Aber auch hier kannst du reinlaufen, so wie es aussieht, ne? Blut, weil dann hier. Es ist klar, es ist super auch umgestürzt da drin alles, aber du kommst zumindest mal ein Stück rein. Auch das Wasser krass hoch steht. Ja, da können wir einfach alles ja, einfach. Ja, krass, guck mal, du kannst hier einfach reinlatschen, so. Zumindest erstmal. Oh, die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Einfach so ein Dings fangen, oder? Ja. Machen wir so. Und das nehmen wir auch mit. Und das Plastik kann man als Pose für die Angel nutzen. Das nehmen wir auch mit. Das hier Köder, guck mal, hier sind überall solche Dinger. Die springen so, keine Ahnung. Sind das Mini-Krebse? Nee, die werden ja im Wasser. Alter, keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe jetzt immer boah, wieder boah, alles voller gesehen. Zecken. Wahrscheinlich Zecken. WTF, sind das viele? Das sind doch keine Zecken. Boah, das sieht für mich aus wie eine richtig fette Wasserkakerlake. Aber das sind so Urzeitkrebsdinger.
Die konnte man ja früher als Kind, da gab's so, gibt's vielleicht immer noch so Boxen und da kannst du dir so diese Krebse selber züchten. Alter, gibt dir das? Hey, alles voll mit Krebsen, das kannst du ja keinem erzählen. Und hier schon, also immer bei Ebbe runter ins Wasser. Dann gibt's Krebssuppe noch. Die Wildnis kann herausfordernd sein, aber mit den richtigen Snacks wird sie zum Abenteuer. Was haben wir denn hier? Linsenchips and Nut Butter Cups. Hunger in der Wildnis? Nicht mit Koro. Und das Beste, exklusiv für euch, gibt es 5% Rabatt auf alles mit dem Code 7VSWILD. Ha, die nehme ich noch mit. Jetzt aber auf ins Abenteuer und vergesst eure Snacks nicht. Oh, guck, hier ist schon eine Zecke drin. Direkt Zeckenalarm. Das ist eine Spinne. Mit dem Ding. Ja, man kann jetzt erstmal sehen, eben waren wir da drüben, sind jetzt hier reingelaufen, ja, okay. Haben hier einen Spot gefunden, alles ist grün, spricht mehr dafür, dass das Wasser hier nicht so fix hinkommt. Haben uns jetzt hier hingesetzt, werden gemeinsam die Flasche auspacken, den Filter rausholen, trinken und dann mal hochlaufen, gucken, was da abgeht, hier vielleicht reingehen in den Wald und schauen, ob wir uns wohlfühlen. Genau. Boah, Zwillenbänder, das macht mich so glücklich. Was ist das da? Ein Zettel. So. Zwille. Das ist dann fürs Taschenmesser. Draht. Dein Kondom. Hä? Das ist ja ausgepackt. What the fuck? Warum haben die ein ausgepacktes Kondom mit? Boah, stimmt, die Fallen. Ey, wir haben so unfassbar viel dabei. Ist das geil, ist das genial, Hanna. Wahnsinn. Wahnsinn. Oha! Ich fühle mich hier so wohl. Da ist ein Riesennetz. Ich habe gar keine Bedenken, dass das nichts wird irgendwie gerade. Warte mal. Will man aber auch nicht so trinken, ne? So ein bisschen andere Farbe hat das Ganze schon. Boah, ja. Ach, damit. Saugt man da oben dran? Trinken die jetzt oder was? Genau. Und? Schmeckt komisch. Warum schmeckt das komisch? Boah, aber die wollen doch jetzt hier nicht die ganze Zeit durch so ein komisches Ding da durchsaugen, oder? Hä? Das schmeckt richtig merkwürdig. Willst du mal? Weißt du, warum das komisch schmeckt? Weil wir waren jetzt das totale Chlorwasser und so weiter gewohnt und das hier schmeckt einfach normal. Echt? Ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt lieber. Boah, das weiß ich. Also ausrüstungstechnisch fühle ich das ja gar nicht. So ein Strohhalm, wo du dann da durchziehst. Weil du hast ja gar keinen Bock dazu durchzutrinken. Zum Wasser. Okay, geil. So, wir sind jetzt hier schon unter dem Baum durchgekraxelt. Da vorne sind unsere ganzen Sachen. Und wir sind gerade am Überlegen, da geht ein Weg rein und da geht ein Weg rein. Ein Weg, aha, ja. Aber Hanna sagt auch schon, das sieht hier so ein bisschen aus wie Stufen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt einfach mal Full Send reinlaufen. Full Send. Ich sag, das geht voll krank hier runter, aber man sieht es halt echt gar nicht auf der GoPro. Ich glaube, das ist eine Notlösung. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hauptsache, es funktioniert. Naja, das Ding ist ja, dass du am Tag deine 2-3 Liter Wasser trinken sollst. Und wenn du überlegst, dass du 3 Liter durch so einen Filterstrohhalm durchsaugst, das ist ja kein normaler Strohhalm. Du musst ja einen Druck aufbauen, dass das da richtig durchgepresst wird. Dann kann das halt auch schnell dazu führen, dass du einfach aus, keine Ahnung warum, Faulheit oder was auch immer, weil es dich super nervt, weniger trinkst. Die Filter haben richtig Widerstand. Na klar haben die richtig Widerstand. So. Alter, ich sehe halt gar nichts. Bist du da durch? Ein Zopfgummi wäre nicht schlecht, oder? Alter, die Haare. Hä, hey, hammergeil. Oh, hier ist aber auch ein bisschen Weg. Boah, da sieht gut aus. Boah, da, oder? Ist, oder? Ja. Hier auch schon direkt eine Höhle. Oh. Geil. Ja, ist auch schon ein bisschen beschissen. Wo die da lang gehen, ne? Da oben wirklich irgendwie ein See oder irgendwas, weil da ist so viel Luft ohne, seht ihr das? Ja. Ohne Bäume und das ist so ein dichter Wald.
Ja, da ist doch auch schon dichter bei denen. Oder ist da was? Ich weiß ja nicht, ob da was ist. Oh doch. Oder? Und was ist da? Siehst du was? Fuck. 0,000. Ist nix. Chillig. Boah. Gleich mal hier einen Sturz. So, Alter. Wir waren jetzt oben. Also irgendwie hat sich das nicht Heimat angefühlt. Hat sich nicht heimisch angefühlt so. Und jetzt geht das Ganze wieder runter. Dann wollen wir mal in die andere Richtung scouten. Und ansonsten, ich meine, das ist ja ein super Spot hier. Ne? Es geht einfach darum, bevor man da jetzt irgendwie sich einen krassen Shelter oder irgendwas baut, zu gucken, dass man es am Ende nicht bereut. Genau. Oh, Hannah ist schon so weit. Und ey, das kann man sich nicht vorstellen, wie das hier runtergeht. Das ist so krank. Ja, irgendwie, glaube ich, ist das Spot hier unten. Oder vielleicht da drin. Wir sind halt jetzt da reingelaufen. Aber war noch nicht auf der Seite. Da ist halt ein bisschen mehr moosig, alles vielleicht ein bisschen chilliger, aber irgendwie hätte ich auch Bock da nochmal frontal rein. Naja. Was man hier halt schon nochmal ganz spannend sieht, wie schnell dunkel das dann hier drin wird, so, ne? Hier drüben ist halt irgendwie alles noch so geil beleuchtet, kommt das Licht rein und hier ist alles schon so komplett dunkel. Irgendwie schon idyllisch. Ist ja auch immer so eine Sache bei der Lagerplatzwahl. Ah, die haben da hinten auch einen See dran, guck mal. Wasser, Wasser, Wasser. Hm. Ja. Ein bisschen gelb ist das Wasser schon, ne? Ja. Aber durch den Filter kein Problem. Auffüllen, dass jeder von uns immer 1 Liter zu trinken haben. Klare Priorität gesetzt, so muss das sein. Es kostet jede Menge Zeit, aber Wasser ist Leben. Ohne Wasser sind wir in 2... Hört auf diesen weisen Mann! ...Tagen dehydriert und raus. Sind wir in 2 Tagen... Wasser ist Leben. Ohne Wasser sind wir in 2 Tagen dehydriert und raus. Ey, ich hab grad der Mann hat Ahnung, wirklich, da merkst du, der hat schon, ne? Mal rausgefunden, ich habe hier einen Stein gefunden, der hat die übelst glatte Fläche, also der ist wirklich so richtig glatt, als wäre der geschliffen. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Also Joey filtert gerade Wasser und Jan sitzt am Strand und hat sich kurzerhand überlegt, mal probehalber, weil er kennt's ja nicht, mal am Stein zu lecken. Das lenkt ab vom Hunger haben. Und klar, ist jetzt, also wir wurden wahrscheinlich nicht mal vor 1 Stunde ausgesetzt oder sowas. Aber man weiß ja, wie das ist. Der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und sowas. Naja, ich kann dir, also warte mal. Steine bestehen in erster Linie aus Mineralien, darunter auch verschiedene Salze. Je höher der Salzgehalt, desto stärker schmecken Steine nach Salz. Oder, jetzt kommt eine ganz wilde Theorie von mir, dieser Stein liegt vielleicht am Strand, wo Ebbe und Flut hinkommen und somit liegt der Stein die Hälfte der Zeit im Salzwasser. Und vielleicht schmeckt der deswegen nach Salz. Aber ist eine ganz wilde Vermutung. Wie das ist, der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und so was. Steinlecken, das is ist es. Ich hoffe, das ist wirklich auch an Tag 10 oder so was noch geil. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Ja. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Keine zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich. Oh nein. Jan, warum machst du das? Joey denkt jetzt, du hast irgendeine krasse Pflanze gefunden. Irgendwas Heftiges, was dir die Natives irgendwie gezeigt haben. Kaugummi-Ersatz, bababam. Jetzt sagst du Joey, dass du am Stein geleckt hast und der nach Salz schmeckt, weil der auch halt im Wasser... Ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden.
Der ist ganz glatt. Und kennst du so diese Lutschbälle von früher, wo man so dran gelutscht hat? Ja. Da habe ich gerade das Gleiche, habe ich irgendwie damit auch gemacht. Bisschen Geschmack, salzig durch den Stein. Ja. Und wenn man dran lutscht, ist, finde ich, so ein Kaugummiersatz. Noch nie gehört. Ja, ich... Oh nein, das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, oder? Fühlt ihr das auch? Es ist so ein bisschen so... Es fühlt sich so ein bisschen so an, wo du sagst, Jan, nein, Abbruch, Jan, hör auf. Nein, ist okay, ist witzig, behalt's für dich, leck bisher am Stein. Aber quatscht Joey nicht mit dieser Steinleckgeschichte zu. Das Joey versteht das nicht. Ich auch nicht, gerade rausgefunden, ich saß da, hatte Langeweile. Sehr gut. Und Joey denkt sich so, der Typ saß da jetzt und hatte Langeweile. Oh. Also, wir haben Kaugummi jetzt. Wasser, jetzt brauchen wir nur noch richtige was zu essen. Das dauert noch ein bisschen. Joey denkt sich gerade wirklich so, ja, okay, cool, cool, cool. Yo. Jan hat Langeweile an Tag 1. Oh. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Beschäftigung, was zum Lutschen, was zum Trinken. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Der Sommerurlaub kann beginnen. Scheiße. Jan hat was entdeckt. Und wir haben ja die große Kamera. Und damit können wir zoomen. Und da auf gefühlt 70 Meter ist ein Adler. Weißkopfadler. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Bin ich gespannt. Hä, aber gut. Oder? Jetzt, also nur mal so als kleiner Props. Ja, es ist jetzt nur ein Adler und so weiter. Aber Camcorder, Erneuerung für Staffel 3. Oder? Hat sich doch schon gelohnt quasi. Funktioniert. Das macht mir gerade, das bereitet mir Freude gerade. Er sitzt einfach. Er fliegt hin und her. Weil das war ja das, der Klassiker, wo wir auch in Panama das Problem hatten mit dieser Krokodilsichtung und der Haisichtung. Du filmst mit der GoPro, du siehst weniger als mit dem normalen Auge. Ja, finde ich geil, finde ich gut. Da. Er macht uns das Leben zum Paradies hier. Der beobachtet uns. Ich sag dir eins. Der hat sein Nest irgendwo hier, ich glaube. Ja. Weil er wacht, weißt du? Ja. Und wäre er schon längst weg, hätte keinen Bock auf uns. Aber ich glaube, dass er eventuell hier irgendwo sein Nest hat. Oder das ist einfach sein Revier und der jagt hier, weil er stand da vorne auf dem Felsen. Ja. Und der guckt sich an und sagt, wer sind diese zwei Europäer? Was haben die hier so suchen? Wir sollen hier abbauen, ne? Wir sind in 14 Tage weg, also nur kurzen Urlaub. Ich muss sagen, irgendwie... Ich überlege gerade so von den Spots her. Also ich glaube, Knossi und Saschas Spot finde ich ganz cool und den von Jan und Joey finde ich ganz cool. Ich weiß nicht warum, den Spot von Hanna und Affe irgendwie vermittelt der auf mich so nicht so einen schönen Eindruck. Naturensöhne, ja. Also ich muss sagen, ist diesmal deutlich ausgeglichener. Gefühlt gibt es wirklich so zwei Arten von Spots. Es ist nicht so viel unterschiedliche Sachen, wo du sagst, ja, den würde ich auf jeden Fall nehmen oder so, ne? Wir sind jetzt hier oben. Da ist der Beach. Hier ist das kleine Flüsschen. Ah, Sky, die haben wir sind hier oben Erhöhung. Wie in einem Wachturm. Ja, das ist cool. Oh, schon wieder. Durchfall, ich spiele nicht. Ja, wir haben die falsche Bäre jetzt schon drin. Muss mal kacken. Echt. Ihr könnt euch auf eines freuen. Ich glaube, wird gut. Wird gut. Wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig. Okay, wir könnten, aber hier, was sagst du denn zu hier? Knossi und Sascha sind auch nicht auf Hope Island, sind auf der Nebeninsel. Ja, wir können ja noch mal ganz kurz gucken, ich hab's ja offen. Die müssten hier irgendwo, ich hab's mir abfotografiert. Ich weiß nicht mehr genau. Also, ne, wir sind hier. Hier ist auf jeden Fall Trimax und Rumatra. Und Knossi und Sascha sind, glaube ich, hier irgendwo. Guck mal, wenig Mücken, viel Durchzug. Ah, ich sehe schon ein paar Mücken, aber hier viel Material. Ja, ist geil. Guck mal, da ist ja der ganze Boden frei. Guck mal, da kannst du ja so hinlegen.
Du siehst ja richtig den Boden und der ist ja glatt. Ein paar Äste weggeräumt, perfekt. Zeug, Jägerbett hier, ja. Leider wenig Naturdach. Aber dann bauen wir uns ein Dach. Muss kacken, Mann. Das muss er kacken. Knossel, ich kack jetzt! Alter, was? Passt. Bitte kein Durchfall. Lässt er jetzt wirklich die Kamera laufen, während er scheißt? Unverdaut. Grün. Ist einfach grün. Alter, was? Komplett grün. Grün? Ah. Alter. Hast du es gezeigt? Ja. Alter, was? Wir müssen uns dran gewöhnen. Ja. Wirklich. Alter, was? Wir teilen uns reden. Wir müssen. Moment. Nein, wer ist so? Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich sehe jetzt deinen Stuhlgang. Ich habe noch nie deinen Stuhlgang gesehen. Und? Alles gut. Gut. Was spielst du? Warum? Warum? Ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum? Ja. Film mich. Film mich. Jetzt ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Ah, ich habe von der Szene gehört. Das, was hinter uns haben. Wirklich? Ja. Hose weg, runter. Ich mach gleichzeitig. Okay? Wir machen gleichzeitig. Ich mach's jetzt. Sollst du sehen. Und ich mach's jetzt auch. Eins seid ihr bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Demnach bitte deine Fair- oder Beurteilung. Ich beurteile gar nichts. Ich einfach das mal kurz gesehen habe und fertig. Wir machen gleichzeitig. Sag mir, wenn du bereit bist. Eins, zwei, drei. Alter Schatz. Bist du gar nicht beschnitten? Bist du beschnitten? Ja, klar. Alter. Oh, ist das krank. Aber irgendwie auch gut, oder? Sagt ehrlich? Oh, scheiße. Ich muss wirklich nochmal nach den Rohaufnahmen fragen. Interessiert mich jetzt doch auch schon. Scheiße. Comedy Gold, wirklich. Scheiße, Mann. Boah, der ist aber auch jetzt ist kalt. Bei mir auch. Will ich doch sagen. Alter, hast du ja die Hände. Yo! Yo! Na klar! Bleib mit der. Na, was? Oh. Nee. Nein, warte. Okay, jetzt rein. Okay, jetzt kann die Woche kommen. Okay. Zwei Wochen. Alles gesehen. Ey, kacke. Stuhlgang. Zipfel. Aua. Jetzt, müssen wir sagen, jetzt muss losgehen. So. Da ist ein kleiner Krebs geklettert. Einen kleinen habe ich gesehen. Jetzt muss es aber echt losgehen. Wir haben schon erkundet. Unser Schamgefühl haben wir damit eben auch bereits jetzt. Guck, wie die Krebs mich angucken. Komplett. Ja. Schamgefühl ist weg. Ist weg. Das ist jetzt weg. Jetzt müssen wir Shelter bauen. Es wird finster, echt. Let's go. Alter, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. 17.51 Uhr. So, einige Stunden später. Wir sind wieder bei unserem Spot angekommen. Vom Ausblick her eigentlich ganz geil, ne? Sonne knallt ja auch schon schön schräg rein. Kannst hier vorne auf die Steine. Scouting haben wir jetzt beendet. Das hat sich aber gelohnt. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir wissen jetzt ein bisschen, wo ein See ist. Wir haben einen sehr langen Weg genommen und haben dann einen viel, viel kürzeren Weg zurückgefunden. Genau. Haben Birken gefunden. Ja. Bären. Bisschen Müll. Also Beeren mit Doppel-E. Sieht schlecht aus. Ja. Stehen da ein paar am See rum, aber nicht nennenswert. Und alles andere sieht auch schlecht aus. Pilze, auch gar nichts. Alles vermodert, alles kacke. Wir haben hier wunderbares Wasser. Seht ihr, wie gelb das ist? Ja. Schön, oder? Kennen wir aber schon. Das Waldwasser ist halt so.
Riecht zumindest aber nicht kacke. Tuch von meiner Freundin, sorry, muss jetzt weg. Hä, was ist das? Müssen wir auch Spannung machen? Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Stoff, weil wir müssen die ganzen... Ach so, weil Andi hat als Schlauchschal ein komplettes Tuch mitgenommen, oder was? Okay. Schwebstoff so jetzt. Viel, ja? Nein, natürlich nicht. So viel, ja? So, ja, vielleicht so? Ja, vielleicht. Fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, das reicht ja schon, ne? Ja. Zack. So. Sehr gut. Stülpen wir das hier drüber. Und hoffen, dass es einigermaßen durchlässig ist. Schau. Ja! Oh ja. Oh ja! Das ist doch geil. Ja, um sich den Filter nicht gleich komplett zuzusetzen. Also setzt sich unser Filter zu schnell zu. Ja. Und deswegen direkt mal vor. Smart. Viel mehr Wasser. Ja. Hast du auch so doll Durst wie ich schon, Alter? Alter, hör auf. Ja, 2 Stunden, 3 Stunden durch den Wald gelatscht. Ja. So, 1 Liter gefiltert. Hier, es ist immer noch gelb, das Wasser, aber wird schon, ne? Passt dann damit aber auch gut zum Deckel. Wenn ich mir das vorstelle, dass andere Teams jetzt abkochen müssen. Ja. Alter. Horror. Aber hat ja auch kein Team gemacht. Ich überlege gerade, warte mal. Johann, das hat überhaupt... Nee. Ist aber safe. Ganz schön gierig. Ich hab richtig Durst, ne? Mhm. Trimax hat doch noch nicht abgekocht. Papa Platte hat doch auch noch nicht abgekocht. Hä? Ich hab da gerade die Folge auch gesehen. Wir brauchen erstmal nur irgendwas, wo wir halbwegs ordentlich drauf pennen können, legen uns da drauf und morgen, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben, richtig, geht's dann in den Shelterbau. Ja. Und müssen sie aber? Nee, die haben doch gerade eine Tablette da reingeschmissen. Je nachdem, wie die Flut steht. Oh, Alter, das halt hier richtig aus der Flasche raus. Und je nachdem, wie die Flut steht, geht's dann hier an der Küste auch ins Angeln rein. Ja, ja, weil wir fühlen es gar nicht im Wald irgendwie. Nee. Also da hinten, da ist es so trostlos, du kannst gar nicht weit gucken, weil hier alles so dicht ist. Das wird uns so auf den Gemüt schlagen, das ist uns zu risky, dass wir dadurch rausgehen. Wir wollen weiten Blick haben, ja. Das ist geil hier. Kann ich 100% nachvollziehen. Ist aber bei ganz vielen so. Das hast du ja auch schon in den Staffeln davor gemerkt. Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil das Wasser steigt extrem hoch hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen weiter nach da bauen. Wir machen uns den Weg frei, dass wir nach draußen sehen können, das ist ganz wichtig. Als nächstes bauen wir quasi die Säge auch. Genau. Schnitzen das stecken das Messer zusammen. Tag 1 ist krank, Leute. Es gibt so viel zu tun, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Also wir haben hier gerade mal ein bisschen rumprobiert. Genau, so 5 bis 10 Minuten. Und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich einfach eine Fläche zu roden. Hier sieht man es eigentlich ganz gut, ne? Dieses Teil, diese Hecke, geht mir quasi ungefähr bis zur Schulter und die geht halt komplett hier hinten. Es ist alles dicht, komplett. Bup, 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 bup. Der ganze Boden, das ist quasi wie Rasen. Das war krass, ja, ey. Habe ich so noch nie gesehen. Wir sind hier erhöht. Wir haben trotzdem den Blick auf den Ozean. Ja, krass. Und, aber es ist die einzige Sache, die uns irgendwie halbwegs eingefallen ist, die du machen konntest. Man sieht ganz gut, vorher sah das halt alles so aus. Und wir machen uns jetzt hier erstmal. Wir machen uns jetzt hier erstmal eine schöne Fläche, um dann hier eventuell ein Lager aufzubauen, vielleicht sogar die erste Nacht. Gab es keinen anderen Spot ohne Gewächs? Nein. Es gab keine. Überall, wo du am Strand, wenn du vom Strand aus rein wolltest, bis auf diesen einen Weg, den wir da gefunden haben, wo wir rein sind mit dem Pfefferspray, weil das danach so Wolfseingang aussah, gab es an dem kompletten Strand, wir haben alles abgeguckt, wir waren vorne bis zur Insel, alles mögliche hier, gab es keinen Bereich, das war hier mit der flachste, wo du überhaupt rein konntest. Und wir haben uns natürlich für diesen Bereich entschieden, weil du hier im Hintergrund siehst, du ja schon Baumaterial hast. So, bei vielen anderen hattest du ja nicht mal irgendwelche kleineren Bäume, sondern du hattest nur so einen riesigen, völlig verkrüppelten Bäume. Und ich glaube tatsächlich, und das können wir hier schon mal kurz ansprechen, woran das so ein bisschen liegt, warum der Spot vielleicht auch so ein bisschen anders aussieht als andere. Und zwar, guck mal, das sind die 2 Inseln, ne? Bup, bup. Hier, andersrum, Kanada. Vancouver Island, hier, bup. Hier sind die 2 Inseln. Und hier waren wir ja drauf. Und unser Spot ist ja hier. Und das ist halt der Spot, der in seiner kompletten Breitseite einmal, ihr seht's schon, offen ist, bupp, zum Pazifischen Ozean. Ist das Pazifik? Bin ich doof?
So, Pazifik, oder? Glaube ich, ja. Genau. Das heißt zum Beispiel, diese Insel hier hinten, Niger Island, ist im kompletten Schatten des Ganzen. Wenn du auch auf der Rückseite davon bist, du siehst ja zum Beispiel, müsst ihr mal darauf achten, wenn du bei Gerrit und Andi drin bist, ich weiß nicht, ich glaube, die waren hier unten irgendwo oder hier drüben unten. Ich meine, die sind irgendwo hier unten an der Küstenlinie und gucken dann auf diese andere Seite. Das sieht ja aus wie bei einem See. Aber hier oben, weil das quasi die Wetterseite ist und hier die ganze Zeit Wind, Sturm und alles reinschlägt, ist, glaube ich, auch die Vegetation anders. Nachts verbringen. Also wir haben tatsächlich keine andere Wahl, weil es gibt nirgendwo irgendwie einen richtigen Platz. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt wirklich einen erschaffen. Und ich bin tatsächlich extrem froh, dass wir eine Säge haben. Dass wir eine fertige Säge haben, zusammengeschraubt. Let's go. Ohne hier irgendwas zu basteln zu müssen, sondern der Griffrand fertig. Reingeschraubt, große lange Säge, Abfahrt. Handschuhrand fertig. Naja, ohne das wäre echt richtig mies gewesen. Und du siehst auch hier, der ganze Boden, das sieht so ein bisschen auf den ersten Blick aus, als wäre das so hoch. Aber das ist halt gute 1,50 mindestens. Hier ist, das ist jetzt der Ausblick. Ja. Ja, das ist halt schon. Und da ganz hinten, da kommen wir her. Gut. Gehen wir ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, ist halt faktisch, es sieht halt krank aus, ne? Es ist natürlich auch super viel Arbeit kostet auch Energie, aber du hast halt keine andere Wahl, ne? Was willst du machen? Was man noch dazu sagen muss, ist krass, der ganze Boden hier unten ist Humus, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ja. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt, auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann, ja, und sie wiederfindet. So. Durchschlagen auf die andere Seite. Aha, gute Idee. Was jetzt hier rein? Haben wir Loch gebuddelt. Das Ding kommt da jetzt rein. Aha. Alter. Dann kommt da der Sand wieder drauf. Ist aber richtig hoch. Und dann hoffen wir, dass das hält. Dann befestigen wir es noch daran und daran. Und dann müssen wir halt hier... Die bauen da jetzt eine komplette Schlafplattform, oder was? Aber wie wollen die denn hier drauf liegen? Da zerknackt es ja den ganzen Rücken. Noch ein paar mehr Stöcker reinstellen fürs Bett. Aber es wird... Wir haben leider sehr viel Zeit verschwendet. Nein, nicht verschwendet. What the fuck? Wieso nicht? Weil es einen Weg wissen, wie er nicht geht. Und wir haben die ganze Zeit wieder gewonnen. Wir haben so viel Fernen, so viel Wand gefunden, eine Isomatte. Ja, das stimmt. Ofen haben wir gefunden. Ja, das stimmt. Da hast du schon recht. Da bin ich ja mal gespannt. Kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, wie wir darauf pennen wollen. Definitiv. So, Zwischenupdate. Du machst das in der Dachkonstruktion. Ich hole weiter Äste für Lattenrost. Treibholz ist ultra geil. Ist aber relativ schwer, wenn da noch Feuchtigkeit drin ist. Ja. Das Durchsägen war hardcore. Ja, das glaube ich. Also es ist wirklich sehr schwer. Aber also mit Treibholz bauen hätte ich auch gar keinen Bock. Ist komplett beschissenes Baumaterial. Da sind sie schon entastet und man muss sie nicht entasten. Ja, das Vor- und Nachteile, aber ist auf jeden Fall cool, dass das schon so in Größen rumliegt. Ja, mit ganz wenig Kraft. Flacher. Digga, das ist so krank hartes Holz. Nur zu 20% nicht durchgesiegt. Geiles Geräusch. Hab's dir gesagt. Los, rüber damit. Haben wir so mit Physik das Ding durchgemacht. Oger macht Oger-Sachen. Aber sieht irgendwie cool aus, ne? Ich weiß, wie gesagt, nur noch nicht, wie die da pennen wollen. Das kann ich mir beim besten Willen noch nicht vorstellen. So Leute, Operation Braunes Wasser tritt in Kraft. Es ist klar, es hat keine Pigmente oder irgendwas drin. Es ist super cool, außer dass es braun ist. Aber es stinkt noch nicht mal, es riecht nach nichts, aber es ist braun. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben jetzt Cola. Zwei Mikroforte reingepackt, nicht eine halbe Stunde gewartet, sondern eine Stunde. Was ist? Wieso haben die da zwei reingepackt, hä? Ja! Was denn? Ja, riech mal dran und sag mir noch, was es riecht. Chlor. Nein, nach Chlor. Oh. Das riecht so geisteskrank nach Chlor, wenn da noch... Hä? Warum freut er sich so? Warum freut er sich so, dass das nach geisteskrank nach Chlor riecht, wenn die da zwei Tabletten reingeknallt haben?
irgendwas lebt, dann keine Ahnung, was dann los ist, ne? Ja, klar. Das ist... Aber das Gute ist, da schmeckt hier in Kanada eine Cola Zero. Ey, ich hatte wirklich Schiss vor diesem Wasser. Ja? Und jetzt, wo es so nach Chlor riecht, bin ich so glücklich gerade. Echt, okay. Hä, was? Das verstehe ich überhaupt nicht. Du nicht? Also, wer probiert zuerst? Wollen wir erstmal beide nur klein machen, nur? Ich probiere jetzt gerne. Okay. Hä, voll eklig. Schüttel die Flasche nicht so. Das war gut, aber ja. Und? Gibt es dir das Kraft? Es gibt mir geisteskrank viel Kraft. Wasser ist Leben, Alter. Und? Nicht alles trinken. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad. Alter, der Blick, ey. Der Blick nach dem, nach der Aussage. Nicht alles trinken. Nicht alles trinken. Nicht alles trinken. Und der Blick von unten. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad. Guck mal hier, der Blick. Wenn du das ganze Wasser jetzt trinkst, Max. Schwimmbad, ne? Ja. Haben wir 2 Tabletten reingemacht. Ja. Was 1,5 Liter sind. Das stimmt. Hä, wie viel ist denn? Eine Mikro bevor das auf 1 Liter, ne? Ja, ja. Und das echt dreckiges Wasser ist. Ja. Scheiße, will ich mehr Wasser. Ja, ich auch. Hä, trink doch. Hä? Verstehe ich nicht. So, langsam, aber sicher geht jetzt die Sonne unter. Und wir haben unser Scouting erledigt. Hanna und ich, zumindest. Die sind auch nur da im Gebüsch unterwegs. Die haben keine Seen gefunden, aber das ist auch okay. Das Leben geht weiter. Der Spot unten ist ja ganz geil. Das heißt, wir werden jetzt da unten reinlaufen und denke ich dann die Tage das Shelter auf der rechten Seite Moos errichten, oder was sagst du? Rovatra, es schaut so aus, als könnte man die Brille, Nase, den Schnauzer in einem abnehmen. Ist halt wirklich so, wie diese komischen, billigen Faschings-Fake-Brillen. Nimmst du einfach so ab und hast das in einem. Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Oh, guck mal, wie klein du gerade aussiehst. Nice. Boah, die Natur ist schon hier fette. Irgendwie wenig Content in der Folge von dir und Martin, oder nehme ich das falsch wahr? Puh, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie jetzt meine Wahrnehmung ist. Weiß ich, keine Ahnung. Ja, Natur und Sinn ist safe Villa einfach. Egal, Alter, wir sind 3 Kilometer gelaufen an Tag 1. Die sollen alle ihre Schnauze... Oh, ist schon richtig auf Krawall jetzt hier. Ja, oh, Schnauze, wir sind... Ja, jetzt lassen wir die Aggression raus hier. Schuhe auch schon komplett nass. Jetzt ist einfach egal, Hanna. Ich lieb's. Ich find's einfach voll geil. Spürst du es auch gerade? Spüren wir es beide nach dem fucking Tag hier. Wirklich, die ganze Zeit irgendwo, wir filmen ja auch nicht alles, ne? Aber man fällt einfach teilweise in so Schlitzen rein, Bein bleibt stecken, Schuh bleibt stecken. Man denkt sich so, was geht hier ab? Und jetzt einfach jetzt fühlt es sich gut an. Und genau deswegen macht man das, damit man weiß, man baut das Shelter an dem Ort, wo man sich heimisch fühlt. Und irgendwie, ich habe gerade einen Hoch. Kuschelbedürftig. Ach, da hinten sind die. Hä, aber wie viel Glück hatten die denn, dass die rein sind und genau hier auf diesem Bereich getroffen sind? Guck mal, wären die hier ein paar Meter weiter rüber, nur den Winkel leicht verändert in die Richtung, wären die da ja gar nicht angekommen. Krass. Props, ja. Boah. Gutes Gespür gehabt. Oder einfach Holz ist hier genau an diesem Spot aber extremst Arsch, habe ich das Gefühl. Okay, was? Aber irgendwie fühlt sich's, finde ich, ein bisschen falsch an, da von so weit wegzugehen von dem Meer. Weiß ich auch. Weil Meer ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen Lebenspunkt, ne? Klar, Trinkwasser ist die Sache, aber ich weiß nicht, ob die da irgendwo einen Fluss hatten, der da rauskam. Schwer zu sagen. Was ist mit denen da? Und diesen ganzen Bäumen hier? Deswegen haben die doch bei der BTS erklärt, dass die den Flussbächen hochgehen sollen und dann zum See kommen. Das hat doch Max und Johannes dem Sicherheitsteam erklärt. Und nicht Reese und Papa Platte. Papa Platte meinte, die waren wie im Film, ohne richtig nachzudenken. Ja, glaube ich. Laut Kevin gab es dort kein Trinkwasser am Strand. Ach, krass. Ja, gut, okay. Kann gut sein, ja. Papa Platte wurde das auch gesagt. Ach so. Ach, hat er die Info bekommen vom Orga-Team vorher? Dass die quasi, wenn die reingehen, da irgendwie auf was stoßen? Ah, okay. Trimix hatte gemeint, auch wurde gesagt, geht die Flüsse rauf. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht genau, wer da wie wo irgendwelche Zusatzinfos bekommen hat. Die einzige Info, die Martin und ich bekommen hatte, war, dass wir nicht weiter als diese Ecke hier gehen sollen. Dürfen.
Siehst du, ja, ihr dürft maximal bis zu dieser Kante, bis auf diese Insel hier irgendwie gehen. Wegen Dingsy-Dongsy und so, ne? Lass die nehmen, Bro. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen hier. Ja. Hier mit so einem. Für einen Tripod? Für einen Tripod, ja. Sägen wir ab. Okay. Ja, Baumaterial hier, Bro, gar nicht mal so geil, ne? Hier der. Ja. Säg den mal nieder. Der und der daneben auch wahrscheinlich. Ja. Wundervoll. Hier so, oder? Ja. Okay, Freunde, das hier ist jetzt unsere zwei Tripods. Mit dem ersten, mit dem hier, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich sag ehrlich, der hier ist nicht so ultra geil geworden, aber was haben die das vor? Ist jetzt eher nur so vorübergehend, dass wir heute einfach rüber, also über die Nacht kommen und dann versuchen wir morgen da hinten das zu erkunden und hoffen, dass dann See ist, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, Dominik ist hier am Shelter dran. Krass, die bauen das komplett freistehend. Okay. Ja gut, es kostet halt super viel Zeit und Ressourcen. Bei mir ist aber ein ganz anderes Problem. Bei mir ist gerade Alarmstufe braun. Alarmstufe braun. Braun. Alarmstufe braun ist bei mir gerade das Problem. Ich muss, seit wir losgefahren sind, übelst scheißen. Die sind doch, glaube ich, mit dem Heli ausgesetzt worden. Ah. Meint ihr, dass die mit dem Heli das vielleicht gesehen haben? Könnte auch sein. Aber ich konnte nicht, als wir losgegangen sind. Und jetzt, ich sag mal, jetzt geht's halt los. Und ich glaube, es ist smart, wenn mein Körper frei ist. Die haben den See nicht gesehen, meinten sie? Das einfach Lucky nicht reingelaufen. War pures Glück. Frei dich. Okay. Deswegen, Freunde, bauen wir uns jetzt aus meiner langen Unterhose ein kleines Klopapier. Gehe ich irgendwo dahin oder da im Wald, weiß ich noch nicht. Dann machen wir's. Ja, wird losgeschissen. Lass mir noch ein bisschen Seil da, bevor du scheißen gehst. Ja. Ja. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das nicht an Tag 1 machen muss. Hier wird's geschehen, Freunde. Stark. Hier wird's geschehen. Ach du Scheiße, Digga. Ich teile mit dem Internet jetzt, wie ich scheißen gehe. Das geht ab. Jawohl! Hä, die filmen das wirklich komplett dann auch? Alter, das war ein richtiger Chunker. Wie geil, Alter. Ey, aber feier ich. Kandidaten, dieser, gar keine Hemmung. Gar keine Hemmung mehr. Es wird einfach alles raus. Ey, rest in peace an dem Bruder hier. Bro, das lief gut. Let's go. Puh, geil, geil ist aber auch ein Let's go, komm. Jawohl, schön geschissen, jetzt geht's los. Jawohl. Ich fühle mich viel besser. Das war super worth it. Alright. Ich hoffe, euch hat Code Braun gefallen. Wenn unser Start sich morgen nicht verbessert, sage ich euch ehrlich, dann wird es auch der letzte Code Braun gewesen sein. Oha. Oha. Was war da los? So, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich mache Parkour und ich habe mir als Challenge gesetzt, schon bevor ich wusste, dass ich überhaupt hier reingehe, dass wenn ich es ins Format schaffe, ich probiere jeden Tag mindestens ein Salto zu machen. Jetzt habe ich noch die meiste Energie, das heißt, heute fällt es mir nicht schwer. Sehr, sehr schwere Schuhe allerdings. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und mache das Ganze da von der Klippe. Ist quasi der erste Klippensprung auch hier von dem Aufenthalt. Rückwärtssalto, einfach mal rein. What the fuck? Joey denkt sich auch nur, Alter, was wird das hier? Der Kollege leckt erst am Stein und jetzt fängt er an hier. Okay. Okay. Backflip Nummer 1 von dem Aufenthalt. Check. Ja, sehr. Ja. What the fuck? What the fuck? Nicht schlecht. Danke. Jan hier. Geil. Ja, sehr. Don't do stupid shit. Und Jan, erster Tag. Wir haben gleich, geht die Sonne unter. Also,
Mal eine ganz kurze Frage. Was haben die jetzt eigentlich gemacht heute? Die Sonne geht jetzt gleich unter? Jan hat einmal am Stein geleckt und einen Backflip gemacht, ne? Oder habe ich irgendwas vergessen schon wieder? Joey hat Wasser gefiltert. Da ist ja nichts passiert, oder? Haben die was erkundet überhaupt? Erster Tag, top, nichts gebaut, aber Steine geleckt, nö. Wild, ja. Eine Stunde, eineinhalb ist dunkel. Ja. Ich bin persönlich bin bereit für den ersten Schlaf. Wir haben sehr wenig geschlafen, auch in der Vorbereitung, bevor wir ausgesetzt wurden. Ich wäre gerade bei einem kleinen Mittagsschlaf schon fast eingepennt. Jan hat auch kleinen Mittagsschlaf fast gemacht. Also ich vermute, die erste Nacht, die wird recht easy, weil wir sehr müde sind. Bisschen gejetlaggt noch. Und wir haben da schon einen Ort bereit erklärt oder bereit, noch nicht bereit gemacht. Aber gut, wer weiß, was sie gemacht haben, was sie nicht gefilmt haben. Gewählt, wo wir heute die erste Nacht verbringen werden. Joey und ich, wir haben es gestern kennengelernt. Ich meine, ich kannte Joey natürlich aus dem Fernsehen, von sämtlichen Formaten, habe gehört, was er eh schon auch alles gemacht hat. Und ich glaube, wir kriegen die Zeit hier gut miteinander um. Und der erste Eindruck ist sehr, sehr gute Teamchemie hier zwischen uns. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Auf jeden Fall. Wir, wir sagen erstmal gar nichts. Wir lassen laufen. Ich freue mich sehr. Jan ist ein absolut dynamischer Spitzensportler in das, was er tut, im Parcours. Und das verbindet. Ne? Ja. Menschen, die Sport machen, sind ausgeglichene Leute. Ja. In diesem Sinne. Auf 14 geile Tage hier im Paradise. Come on! Yeah! Wild! Darauf zum Armbrot erstmal noch ein bisschen am Stein lecken. Das sind Orcas. Oha! Was war ich da? Ach, Hilfe, so richtig. Wahnsinn. Voll krass. Und da oben haben wir vorher einen Wolf gehört. Und da drüben, glauben wir allerdings, ist dieser dunkle. Wo ist Knoche? Aber auf alle Fälle kurze Roomtour. Was haben wir jetzt gemacht? Zeig alles mal, sauber unser, gemacht. Zeig mal unseren Schrank. Da schlafen wir, da haben wir unsere Seile und Teller und so. Teller? Da oben trocknet gerade mein Schlauchstall, den wir benutzt haben für Wasserfilter. Da ist die GoPro fixiert, da unsere Säge da hängt da oben. Hier alles entspannt, einfach die anderen wichtigen Sachen. Hier unser Schrank. Da. Erster Kleiderhaken, oben machen wir nur diese Jacke dran. Hinten ist auch ein Kleiderhaken, auch nur die Regenjacke dran. Dann natürlich hier noch Handschuhe, Messer. Ja gut, normalerweise am Mann. Ja. Und da haben wir unseren Kleiderschrank mit lauter kleinen Dingen. Alles, was wichtig ist. Auch hier Bärenspray, Feuerlöscher. Hier das Erste-Hilfe-Kit. Hier die Flasche. Beim Eingang direkt. Da ist gerade Mikropul drin. Und tipptopp. Also ich sag mal so, ist alles da. So. Ich dachte kurzzeitig, Knossi hat sich irgendwie so eine Locke abgeschnitten. Vorbereitungen laufen. Das Netz von unserem Freund wird ausgerollt. Ja, das ist. Wir versuchen jetzt echt noch einen Fisch zu fangen. Wir versuchen es wirklich. Wir haben das Glück, dass wir wirklich. Wichtig ist, das Netz schön im Wald ausbreiten. Ein super Spot gefunden haben da. Ist extrem weich, wie ihr gesehen habt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen, das weicher zu machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Soll das das Kopfkissen sein? Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv weich genug für heute Nacht. Ah, da haben wir sie gesehen. Leute, da haben wir sie gesehen. Angefangen, das weicher zu machen. Hier unten, seht ihr sie? Die allerechten. Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv weich genug. Da war sie. Die Marshmallows in der Tüte. Weich genug für heute Nacht. Und wir wollen jetzt vielleicht sogar noch was fischen. So, dieses Netz geht ins Wasser. Breitet sich aus, wir schmeißen es da, wo kleine Fische sind, die verheddern sich da drin, holen das Ding raus und es dürfte klappen. Und heute gibt es einfach noch so 30 kleine Fische zum Snacken. Wirklich, ich weiß es nicht. Na sicher. Ich weiß es nicht, es wäre krass, aber wir haben gerade Wale gehört. Hinten, alle kleinen Fische springen vorne. Es kann, machen das jetzt, wir gehen jetzt. Machen das jetzt. Mit dem Camcorder. What the fuck, Wölfe heulen. Das sind Wölfe.
Hörst du das? Das sind Wölfe! Das sind Wölfe! Das ist geil. Also bisher unterhaltsamstes Team Eichknossi und Sascha, oder? So rein vom Unterhaltungsfaktor haust du schon wieder in den Dreck. Das sind Wölfe! Scheiße. Krass. Ey, dieses Wolfsheulen. Ich habe in meinem Leben, ich habe noch nie Wolfsheulen gehört. Du? Noch nie in freier Natur. Noch nie. Ich bin so gespannt, ob das jetzt klappt. Wo siehst du sie? Kannst du mir sagen, wo du was siehst? Jo, da vorne überall springen die. Wo? Überall springen die raus. Das ist der erste Wurf, den wir jemals hier machen mit einem Angelnetz. Das ist der erste Wurf, ne? Wirklich, es wäre... Oh, shit. Nur unten. Hä, wie soll das gehen? Ja, ah, okay. Okay, okay. Komm, es hat geklappt. Ich lieber wieder rein, weil ich Angst habe, dass es hängen bleibt. Stark. Okay, nix. Nix, aber klappt. Aber schön klappt. Zu wissen, dass es klappt. Ich sehe sie springen. Boah. Der war gut. Bin weit rausgekommen. Was? Wo ist ein Wolf? Da drüben, Mann! Und ist besser aus! Alter! Digga! Hol das Messer raus! Da ist ein Wolf, Mann! Wo? Ja, direkt beim Strand, Bro! Da ist ein fucking Wolf! Fuck! Was eine Szene, Alter! Geil! Also ich habe natürlich davon gewusst, dass da ein Wolf irgendwie zu sehen ist bei denen. Alter! Fucking Wolf, genau da, wo wir pennen! What the fuck, Alter! Bro! Fuck, das ist ein Wolf! Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Das wirkt ja so unreal, dass sie einfach da angeln, in dem Moment kommt der da hinten und dann diese Szene mit dem Camcorder rangezoomt, das wirkt ja so gescriptet, Alter. Holy shit. Bro, da kommt. Und den juckt das auch gar nicht. Den juckt das ja gar nicht. Aus. Hey. Jetzt guck da. Oha. Der chillt ja sein Leben. Seven versus wild. Geil. Geil, geil, geil. Ja, Freunde, Däumchen nach oben. Schaut gerne beim 7 vs. Wild Kanal vorbei. Abonniert den Kanal für weitere High-End-Placements von mir. Und ich freue mich auf Folge 3. Ey, krass. Ja, bisher ist ja noch nicht jetzt super viel passiert, so. Alle haben halt so ein bisschen erkundet, dies, das. Wolfkontakt ganz cool. Man hat jetzt den ersten Eindruck, glaube ich, über die Spots. Und ja, schauen wir mal, was noch so kommt.